Moin, Freunde, es ist Montag, der 1.7.2013. Es geht wieder los, Game News, diesmal mit drei sehr interessanten Themen, wie ich finde, wenn man die anderen Themen dazu vergleicht. Und angefangen wird es von einer ziemlich abströsen Meldung, und zwar LAN-Partys, schwedische Glücksspielbehörden wollen LAN-Party-Steuer einführen. Und das begründen die damit, dass auf dem Glücksspielgesetz, dass Computer internetfähig sind und so weiter und so fort, mit so einer ganz komischen Begründung. Und dann sollen LAN-Partys künftig besteuert werden, im Jahr oder im Monat, und zwar mit verkabelten Rechnern und irgendwelche komischen Rechnungen. Das wäre, wenn das durchkommen würde, wäre das ein großer Rücktritt, Fehlschritt, ein Schritt in die falsche Richtung, denn so werden LAN-Partys und Verkauf von Spielen und so weiter nicht unterstützt, die Wirtschaft wird nicht unterstützt, sondern es würden eher mehr Leute abgestreckt werden, es würde wieder illegale LAN-Partys geben, dann werden Ermittlungen und Überprüfungen, und im Endeffekt würde der Staat dafür auch viel hinblättern. Demnach finde ich das echt etwas übertrieben, denn naja. Weiter geht's mit Apple, und zwar nachdem vor kurzem etliche Crowdfunding, so nennt man das System, wenn man ein Produkt oder ein Software oder sowas entwickeln will, beispielsweise jetzt eine Uhr, und man hat selber nicht genug Geld, dann geht man auf so eine Website und sagt, hey, wenn ihr mir spendet irgendwie von 1 Dollar bis 1000, und wenn ich dann 100.000 Dollar erreicht habe, fange ich an zu entwickeln, und ihr kriegt dann, was weiß ich, ab einem bestimmten Tag ein T-Shirt oder so oder selber so eine Uhr. Und so kann man halt Geld sammeln, und wurde erfolgreich viele Smartwatches, Agent ist der Name, gefallen, und anderen erfolgreich mehrere Millionen Dollar gesammelt. Und Apple hat sich nun ein Patent sichern lassen, und ein Patent zur Apple iWatch, wie man es jetzt schon genannt wird. Und diese iWatch soll dann zum Beispiel mit dem iPhone oder mit dem iPod verknüpft werden. Dort sollen Apps gestartet werden können, SMS gelesen können, E-Mails, Uhrzeit natürlich. Spiele weiß man noch nicht, dafür wird der Bildschirm und der Prozessor letztendlich zu schwach sein. Aber so kann man zum Beispiel eben gucken, ah, dich hat jemand angerufen oder du empfängst gerade eine SMS. Oder beispielsweise auch, wenn das Bluetooth verknüpft ist, dann falls du hast dein Handy verloren, wenn zum Beispiel also Reichweite rausgeht, kann man auf jeden Fall viel nützlichen Quatsch mitmachen. Ja, zu guter Letzt haben wir dann noch Saints Row 4, und zwar ist Saints Row 4, Saints Row 3 war ja wieder ein einigermaßen großer Erfolg, haben auch ein paar Let's Play, zum Beispiel Saraza. Saints Row 4 ist im Moment nicht durch die USK-Prüfung gekommen, so wie es jetzt ist. Durch die PG natürlich schon, weil PG natürlich auch meistens immer viel großzügiger ist, aber die USK sagt nein, so geht das nicht. Wenn das wirklich auf den deutschen Markt kommen soll und dann auch schon mit einer USK 18er Bewertung, dann muss da noch etliches verändert werden, rausgeschnitten werden, etc. Zum Beispiel Animationen verändert werden, und das hat Koch Media, der Publisher von Saints Row, nicht auf sich sitzen lassen und dagegen jetzt in Berufung gegangen. Und naja, da muss man wieder gucken, was natürlich für deutsche Spieler wieder ein bisschen kritischer ist, muss man sich ja Spiele aus Österreich zum Beispiel besorgen. Das finde ich alles in einem nicht so gelungen, weil das letztlich Spiele sind für Erwachsene, und die Erwachsene Menschen sollten dann auch persönlich für sich einschätzen, ob sie das spielen wollen oder nicht. Da brauchen sie niemanden, der sie bevormundet. Gut, das war wieder mit Game News, diesmal wieder etwas länger, aber ich hoffe, das hat euch auch wieder gefallen. Haut rein, bis Freitag, Game News oder andere Videos unter der Woche.